And it's you that I wanna need. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen FIFA 16 Video und heute gibt es mal einen Beast No Link Wasted günstigen Squad Builder. Also, wenn das nicht interessant ist, dann weiß ich auch nicht. Lasst gerne eine Bewertung da für mehr Squad Builder, für mehr FIFA 16 Videos und dann würde ich sagen, 850 Likes wären natürlich wieder korrekt, Jungs. Den letzten Squad Builder solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Das war ein Skiller Squad und dann würde ich sagen, beginnen wir natürlich direkt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich wieder einige, woher willst du wissen, dass dieses Team günstig wird? Bei diesem Team bin ich mir hundertprozentig sicher. Am Anfang sind die Spieler natürlich immer etwas teurer, aber man muss auch sehen, dass es in FIFA 16 jetzt direkt die Price Ranges gibt und da wird sich einiges ändern. Wir beginnen natürlich mit unserem Torwart und das ist für heute ein Deutscher und das ist Kevin Trapp. Ja, der Alpha Kevin, man weiß es nicht. Richtig geile Leistung. 27 Jahre ist er, glaube ich, alt oder jung, wie man es sehen möchte und hat Siriju ja von seiner Stammposition weggekickt. Kevin Trapp im Tor. Dann in der Innenverteidigung Antonio Rüdiger, richtiges Biest, natürlich auch im letzten Jahr gewesen bei Stuttgart, jetzt bei AS Rom in der Serie A mit 80 Tempo, 76 Defending und 78 Physical, also es fängt schon mal richtig gut an und okay, am Anfang werden sie vielleicht etwas teurer sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, 5 bis 10k maximal kosten diese Verteidiger, denn daneben haben wir dann noch Umtiti, hier die Titte am Start, 74 Tempo, 80 Defending, 79 Physical, hatte ja letztes Jahr auch ein Team of the Season erhalten, 79er Gesamtstärke, richtig biesige Innenverteidiger, dann auf rechts außen Dja GG von Marseille, der aus der Elfenbeinküste stammt, mit 83 Tempo, 72 Defending, 76 Physical, auch richtig geile Stats und da er auch ein recht geringes Gesamtrating hat, wird er auch günstig zu haben sein. Genauso wie jetzt unser Außenverteidiger Hector, richtig biestig, jetzt auch aktuell in der Nationalmannschaft, natürlich heute Abend Deutschland gegen Schottland. Mal schauen, ob Hector da wieder spielt. Ich denke mal schon, hat sich ja die letzten Spiele richtig bewiesen und wenn es so weitergeht, dann wird er einige Informs in FIFA 16 erhalten. Kommen wir jetzt zu unserem Dreier-Mittelfeld. Da fangen wir an mit Sanson von Montpellier. Ich denke mal, so halbwegs wird er ausgesprochen, Franzose. Richtig gute, solide Mittelfeldwerte, ja, mit 76 Passen, 73 Tempo ist das solide am Start. Dann der Spieler, der das ganze Team zusammenhält, Kondogbia von Inter Milan, von Inter Mailand. Richtig kranke Physical Stats, 83, 76 Defending, 75 Dribbling, also die Defense steht und die Offensive ist einfach nur umso opia as hell as fuck, was laber ich. Daneben dann wie gesagt, der deutsche Khedira muss ja mit Rüdiger dann noch einen Link bekommen, vielleicht ist das der teuerste in dem Squad oder die Stürmer, wir werden es ja dann erfahren, aber Khedira, Sami Khedira, ein absolutes Biest und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, auch wenn er nicht so viel Tempo hat, ist er richtig stark in der Defensive. Unser ZOM ist das Biest. Payet von West Ham war ja dann noch davor bei Marseille, hat richtig rasiert in der Ligue 1 und ich hoffe mal, dass er es in der Premier League auch wieder zeigen kann, jetzt bei West Ham United, 77 Tempo und Co. Richtig geiler Typ, richtig guter ZOM und jetzt kommen wir zu unseren Beast-Stürmern, die man einfach nur kaufen muss, wenn man das Geld hat. Im Sturm einmal Mahmet Diouf auf rechts mit 90 Tempo, 77 Schuss, 77 Physical und das sind auf jeden Fall schon mal Werte, wo man sich überlegt, ob man den doch mal reinstellen sollte. Einfach nur kranker Typ, ihr wisst Bescheid, war ja auch vor 2 Jahren in FIFA 14 richtig OP bei Hannover 96 und jetzt kommen wir zu seinem Landsmann Sadio Mané, 91 Tempo, 81 Dribbling, hat eine richtig geile Saison gespielt bei Southampton und jetzt sind sie beide auch noch Stürmer, Diouf und Mané, also wenn das kein biestiges, günstiges No-Link-Wasted-Team ist, dann weiß ich auch nicht, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, dieses Team solltet ihr euch auf jeden Fall mal überlegen zu bauen. Gruß an Hansus natürlich. Hier hast du dein No Link Wasted Team und dann auch noch mit Pace vorne drin. Also Jungs, das sieht richtig geil aus. Darauf habe ich richtig Bock dann zu spielen. Instagram, Facebook in der Beschreibung und günstige Coins natürlich auch, falls ihr mich unterstützen möchtet. Heute Abend kommt vielleicht sogar noch ein Video. Lasst euch überraschen. Wenn ihr hier aktiv natürlich drauf bewertet, dann kommt es umso eher. Macht's gut, hat mich gefreut. Haut rein und bis morgen zur Demo. Oh mein Gott, haut rein. Ciao.